Willkommen wieder in meinem Wasserkeller im Münsterland. Heute im zweiten Teil zum Bau unseres Wakeskates geht es um die Gestaltung. Also neudeutsch um Design. Für mich selbst wurde das mehr oder weniger zum Desaster, denn das hat so überhaupt nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber vielleicht möchte der ein oder andere das so und deswegen habe ich das auch weiter aufgenommen. Für mich persönlich habe ich das dann eher als Lehrstück weitergebaut und vielleicht baut man ja nochmal ein anderes oder ein neues und dann wird man weitersehen. Auf dem Board sollten zwei Logos, das meines Sohnes und mein eigenes. Da in beiden viele Weißanteile sind, hatte ich mir überlegt, erstmal die Grundfläche komplett weiß zu machen. Als Farbe hatte ich mich für Beize entschieden, weil die offenporig ist und nachher für den Lack eine gute Haftung auf dem Board garantiert. Diese Entscheidung habe ich später noch bereut, aber dazu später. Die Beize gut aufschütteln und in ein Gefäß umgießen. Dann mit einem Pinsel satt auftragen und ein paar Minuten einwirken lassen. Die übrige Beize wischt man dann mit einem Tuch wieder ab, wobei sie auch gleichzeitig nochmal gleichmäßig verteilt wird. Die Flächen wurden nach Angaben des Herstellers vorbereitet. Mit Schleifen, Entfetten und Entstauben. Ich gebe hier extra keine genauen Anweisungen, weil das je nach Hersteller einfach unterschiedlich beschrieben wird. Wie ihr hier noch unschwer erkennen könnt, habe ich hier die Löcher für die Finnenschrauben noch nicht versenkt. Aber das habe ich dann ja schon im ersten Teil gezeigt. Die Unterseite wurde dann genauso behandelt. Kommen wir jetzt zum Aufbringen der Logos. Bei YouTube hatte ich jemanden gefunden, der Logos bzw. Bilder mit Lack auf die Oberfläche gebracht hatte. Mir wäre das eigentlich lieber gewesen, aber ob es jetzt an meinem Lack liegt oder woran auch immer, mit dem Bootslack hat es jedenfalls, wie man auf dem Beispiel sieht, nicht funktioniert. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das mit Fotopot zu machen, was ich früher schon mal benutzt hatte und immer ganz gut gelungen war. Weil dieses Übertragungsmittel so ähnlich ist wie Leim, habe ich die Stellen, an denen die Logos hinkamen, erstmal mit Klebeband abgeklebt, damit möglichst nur da was hinkam, wo es auch benötigt wurde. Wie vom Hersteller angegeben, hatte ich die Logos seitenverkehrt oder spiegelverkehrt mit einem Laserdrucker ausgedruckt. Anschließend muss beides, der Untergrund als auch das Logo mit dem Übertragungsmittel satt eingestrichen werden. Danach wird das Logo mit der bedruckten und eingestrichenen Seite auf den Untergrund aufgelegt. Durch Andrücken mit einem Spatel oder Kunststoffspachtel werden alle Lufteinschlüsse herausgedrückt. Zum Schluss wischt man mit einem Tuch noch das ausgetretene und überflüssige Übertragungsmittel ab. Nachdem das mindestens so lange ausgetrocknet ist, wie vom Hersteller angegeben, ich habe das über Nacht trocknen lassen, kann man das Logo jetzt freirubbeln, das heißt das Papier entfernen.
Dafür wird das Papier gut angefeuchtet und mit einem Schwammtuch oder auch eventuell mit den Fingern kann man das Papier dann abrubbeln. Zwischenzeitlich hatte ich das Papier noch mal etwas angeraut mit einem Schleifvlies, damit es besser Wasser aufnehmen kann. Ja, begeistert war ich von dem Ergebnis nicht. Das Ganze hatte einen kräftigen Grauschleier und Fehlstellen gab es dabei auch. Bei einem Foto oder anderem Bild würde man vielleicht sagen, das ist jetzt ein Vintage-Look oder Chevy-Look, aber bei so einem Logo möchte man natürlich kräftige Farben bzw. tiefes Schwarz und schöne, klare Konturen. In mühevoller Kleinarbeit habe ich dann mit einem wasserfesten Filzstift alles nachgezogen und nachgearbeitet, damit die Farben schön dunkelschwarz werden. Nach dieser Behandlung sah es aber erst schon mal ganz ordentlich aus. Dass das auch keine besonders gute Lösung war, dazu kommen wir später nochmal. Auf die gleiche Art und Weise habe ich dann die anderen Logos angebracht. Bei meinen Logos störte mich allerdings der Grauschleier nicht. Es passt schließlich zum Alter. Die weitere Gestaltung sollte mit farbigen Beizen geschehen. Dafür hatte ich mir Pulverbeizen auf Wasserbasis besorgt. Also, was ich hier erklären wollte, war folgendes. Ich habe also früher schon häufiger mit Beize gearbeitet, aber immer nur ganze Flächen. Und somit war mir nie aufgefallen, dass ich da keine scharfkantigen Konturen mit herstellen konnte. Ich hatte einige Probebeizungen gemacht und dabei festgestellt, dass das einfach nicht geht. An dieser Stelle wollte ich die Gestaltung des Projekts schon fast aufgeben, habe mich dann aber doch entschlossen, man kann eigentlich dabei nur lernen und habe es dann doch probiert. Zuerst habe ich den Bereich für eine Farbe in der gewünschten Form abgeklebt. Normalerweise trägt man Beize satt mit einem Pinsel auf. Ich bin dann aber hingegangen und habe das mit einem Tuch aufgetragen und zwar immer schön von der abgeklebten Seite weg. Auf diese Weise wollte ich so weit als möglich vermeiden, dass die Beize unter das Klebeband läuft. Ich denke, wenn man das satt mit einem Pinsel aufgetragen hätte, wäre das gleichmäßiger in der Farbe gewesen, aber dieser unterschiedliche Grauton sieht auch nicht schlecht aus.
Nachdem die Barze durchgetrocknet war, konnte ich die Klebebänder abziehen. Das Ergebnis war eigentlich besser, als ich nach den Probebeizungen erwartet hatte. Im Umkreis der Logos war doch etwas von dem Fotoübertragungsmittel auf das Holz gekommen. Da konnte man deutlich sehen, dass die Beize da schlechter aufgenommen wurde. Beim Abziehen des Klebebands von den Logos wurden die Logos doch etwas beschädigt, was nicht besonders gut aussah. Die kleinen Beschädigungen hielten sich allerdings in einem akzeptablen Rahmen. Vielleicht sollte man, wenn man sowas macht, vor dem Abkleben die Logos mit einer Schicht Lack versehen. Im Anschluss daran ging es dann an die farbige Gestaltung der bis jetzt noch weißen Fläche. Sowas habe ich bisher auch noch nie gemacht. Vorgestellt hatte ich mir das so, dass die verschiedenfarbigen Beizen an den Übergängen ineinander verlaufen, so dass sich eine in allen Regenbogenfarben schimmernde Fläche ergibt. Jetzt sag mal ehrlich, ist das Kunst? Als ich dann die ganze Fläche fertig hatte, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Nach dem Trocknen waren die Farben doch sehr blass und von Strahlen oder Schimmern keine Spur. Hier bei dem Logo kann man sehen, dass sich das mit dem Klebeband etwas abgelöst hat. Hier seht ihr nochmal einige Fehlstellen, die wahrscheinlich durch Leim oder durch dieses Fotomittel entstanden sind. Hätte man zwar vorher rausschleifen können, aber ich bin bei Sperrholz immer sehr vorsichtig mit Schleifen. Da ist man dann schnell durch.